Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 an die Uni. Wir sind wieder in der WG. Das nächste Mal wechseln wir wieder und mein Kader springt hier gerade auf den Tisch. Hervorragend. Ich habe neue Augen ausprobiert. Jetzt habe ich die gleichen wie Plumbaby, glaube ich. Und mal schauen, wie sie mir gefallen. Und ihre Zähne sind so ein bisschen in ihrer Lippe drin. Kadia ist wieder am Motzen und ich glitsche hier durch die Wände. Hilfe! Murako? Hast du Hunger? Ich habe gerade eine Dinnerparty. Wohngrundstück Modern Country Life. Oh, die laden uns ein? Also, ich muss jetzt sagen, ich habe ich nehme an, wir kommen. Das finde ich irgendwie mega cool. Ich muss sagen, ich habe den Slice of Life Mod drin jetzt. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, weil ich kein Fan von den Mods von Kawaii Stacy bin. Aber ich dachte, ich gebe dem Ganzen doch mal eine Chance, probiere das aus, weil an sich ist dieser Mod richtig, richtig gut und bringt einfach so viel Realismus ins Spiel und ich liebe das einfach. Aber es könnte halt zu kleinen Problemen führen, deswegen wir testen das einfach gemeinsam und zur Not kommt der Mod halt einfach wieder raus. Ich bin gerade auch dabei, meinen CC so ein bisschen auszusortieren, weil ich habe wieder ein bisschen was runtergeladen. Ich stelle gerade fest, das ist gar nicht bei uns in Sulani. Wen hast du denn hier eingeladen, Murako? Tomax? Und Grace? Murako? Sebastian Kreuz? Wen hast du denn eingeladen? Murako? Also das ist das, ich glaube, Modern Country Life. Genau. Das habe ich gebaut schon vor Ewigkeiten. Da habe ich gerade erst gelernt, wie man baut. Hier nicht stocken spiel. Ach, immer mit dem Schnee stockt das immer so ein bisschen. Ja, das waren so meine Anfänge mit dem Bauen, sag ich mal. Laila! Wer bist du? Erik? Wow! Ich sehe dich normalerweise nie so. Wow. Oh mein Gott, Kalia ist so hübsch. Ich liebe sie. Okay, Murako macht dir was zu essen. Ich dachte, du lädst uns zu euch ein, nach Sulani mit der Familie. Mit Ranji plaudern, okay. Ne, wir plaudern auf jeden Fall hier nochmal mit Murako. Hallo Murako, warum kochst du in einem fremden Haus? Das würde mich ja mal interessieren. Ach, wunderbar. Frage nach Murakos Kinderwunsch, ob er noch mehr Kinder möchte. Frag das mal. Motiviert wie eh und je unsere Kalia. Wer seid ihr alle? Murako ist fröhlich. Also wir wissen das ja, weil wir sind ja auch Kalani. Ich hätte nichts gegen Kinder. Du hast schon 4. Hier, bevor ihr hier... Oh nein! Was? Warte, was? Oh, perfektes Bild. Und Kalia ist hier wieder zur Stelle. Oh, Kalia. Zum Glück bist du da, ehrlich mal. Du rettest ihn aber schon noch, ne? Oh. Ihr seid solche Vögel. Warum macht ihr das? Ich dachte, Murako hat gerade die Küche abgefackelt. Ehrlich mal, hier. Dankbarkeit zeigen? Nee, du müsstest eigentlich Dankbarkeit bekommen. Möchtest du hier mal bitte hier, um Erlaubnis fragen anzuzapfen? Machst du das mal. Du magst. Darf ich mal ein bisschen Blut von dir trinken, jetzt wo ich dir deinen Hintern gerettet habe? Ich habe dich gerade gerettet. Auf keinen Fall, bleib mir mit deinen Fangzähnen vom Hals. Hallo? Please? Wir haben auch ganz andere Möglichkeiten, zu dem Blut zu kommen, das wir wollen. Also mal ganz abgesehen davon, lieber Thomas. Jetzt stehen sie hier unten alle. Wo ist Murako? Der kocht in aller Seelenruhe weiter. Mann, du hattest hier doch auch gerade schon angefangen.
Oh, ich liebe Muraco. Der ist toll. Guten Durst, die wärmt sich. Das Plasma war wirklich super. Das war wirklich super leckeres Plasma. Ich komme auf jeden Fall zurück, um mehr davon zu trinken. Und die Sonne scheint gerade voll ins Arbeitszimmer. Was ja nicht schlecht ist, weil wir haben hier gerade ja das Sturmtief Sabine. Du deckst hier den Tisch. Ich meine, immerhin bist du zum Essen eingeladen. Auch wenn du nicht wirklich was isst. Ich bin ein bisschen überfordert hier. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich kenne die alle gar nicht. Keto ist ja auch hier. Warum hast du denn schwarze Haare? Hallo Mama. Oh, das ist ja schön, dass er auch Keto eingeladen hat. Mama. Sehr persönliches Gespräch. Hey, warum geht das nicht? Doch jetzt. Das macht Muraco hier wieder Kuchen. Wie viel Kuchen wollt ihr denn eigentlich noch machen? Ich meine, ich finde es ja schön, dass Keto auch mal wieder hier ist. Und warum bist du eigentlich kokett? Schnitzel, mit wem flirtest du? Mit wem flirtest du? Ich kenne überhaupt keinen. Wollen wir nicht hier unser... Joffrey Landgrab ist gestorben. Oh, okay. Okay. Komm, laden wir Maxim mal ein. Dürfen wir doch, oder, Muraco? Dürfen wir Maxim noch einladen? Das ist nämlich unser neuer Freund. Hier ist was los. Ich meine, sogar ein Geist ist hier. Maxim schläft. Oh, es ist Mitternacht. Ups. Okay. Ups, ups, ups. Hier. Ja, du kannst das hier mal anziehen. Gucke mal, sehr schön. Und Keto hat wieder ihre grauen Haare. Hervorragend. Ich dachte erst, das wäre hier der Mansch. Der kleine Bruder. Von dem Typen, der Kalia geschwängert hat. Wo ist Muraco eigentlich schon wieder? Ja, dann wisch es doch weg. Mirko Müller. Da ist Muraco. Hi. Wir können dann Hände küssen. Kalia, nein. Kalia, nein. Du kannst mal nach der Karriere fragen. Unglaublich. Bist du benommen? Bist du betrunken? Okay, er ist nicht so ganz dabei, glaube ich. Warte, was? Kai hat erfahren, dass Muraco Hausmann ist. Ja, das passt doch hervorragend. Euch sitzen sie hier zusammen als Familie, das ist schön. Wenn man den hier da so mal ignoriert. So. Schön. Die Nacht in der Stadt brauchst du nicht. Ach, der Stadt war grauenhaft. Ja, ich weiß. Na und? Och, Baby. Oh. Mein Kater dreht und rollt sich hier gerade auf dem Schreibtisch und möchte gekrault werden und streckt mir sein Bäuchlein entgegen. Was ist denn mit... Oh, du hast Hunger. Oh mein Gott, warum füttert dich keiner? Hier, nimm dir ein Stück Kuchen. Komm, schnell rein. Nimm dir ganz, ganz schnell ein Stück Kuchen. Ist auch nicht wahr, dass sich zu Hause keiner füttert. Na Gott sei Dank. Was soll das denn? Was ist mit dir? Ihr so richtig um euch juckend wegen Hormonen. Kiras Gesicht juckt. Oh, okay. Dann kümmert euch doch bitte einfach mal um euch. Das wäre irgendwie fantastisch. So, wir haben unsere Aufgaben hier mal fertig gemacht. Och, meine Süße. Zuschauen. Meine Süße. Ja, hier, der ganze Kuchen ist jetzt angeknabbert. Du warst jetzt ganz zufrieden, oder? Och, Baby. Och, Baby. Wir reisen jetzt wieder nach Hause. Wir haben ja auch noch ein bisschen was vor, wenn ich mich nicht irre, hat nämlich Cindy Geburtstag. Und ich glaube, Kira auch. Und Kira müsste ja eigentlich sogar ihr Baby bald bekommen. Ja, wir nehmen natürlich die Mama mit. Hier, Keto kann auch kommen. Ja, der Papa, ne? Ja, nee. Du kannst June mitnehmen.
Hast du eine kleine Spielkameradin? Das ist doch schön. Du könntest dich auch nochmal mit deinen Cousins und Cousinen anfreunden. Wir könnten ja mal so eine Kleinkinderparty machen. Wir reisen ja sowieso demnächst wieder zurück zu Kalani. Hallo, mit Fremden reden. So, möchtest du hier eben mal Geburtstagskuchen backen? Oder Geburtstagskuchen kochen? Jene weiße Torte. Alles gut? Ja. Genau, du hattest heute Geburtstag. Und du hattest auch heute Geburtstag. Ihr seid gleich alt. Okay. Oh mein Gott, du bist in den Wehen! Oh weh! Wie sieht denn dein Gesicht aus? Oh, muss ich einen Screenshot machen? Willst du hier mal eine Gesichtsmaske oder so? Hautpflege? Werde aknefrei. Wir machen erstmal die einmalige Behandlung. Vielleicht geht's dir dann ja wieder besser. Nachtwäsche. Nachtwäsche? Was hast du vor? Okay. Wie sieht's bei dir aus? Abgeschossen, abgeschossen. Hervorragend. Ach, Leute, ich blick bei euch nicht durch. Geburtstagsparty. Oh, nicht nur Cindy. Ja, weil Kira noch schwanger ist, ne? Diego kommt. Tate können wir einladen. Nee, die laden wir garantiert nicht ein. Aber George. Oder verstehst du dich mit Dave ganz gut? Dann können wir Dave einladen. Liam auf jeden Fall. Ja, Keanu und... Keto laden wir auch ein. So. Keitra. Nein. Wir besetzen hier eine Rolle. So. Keitra. Mixer brauchen wir nicht. Entertainer brauchen wir auch nicht. Wir feiern nämlich hier zu Hause. Hier. Genau. So. Dankeschön. Oh, ich weiß. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hier. Setzt du die weiße Torte vor, dann müsst ihr euch heute einfach mal eine Torte teilen. Hey, warum geht das nicht? Sehr schön. Oh, Jenny hat ein neues Kleidchen an. Hallo. Kira bekommt das Baby. Hallo, Duck Duck. Oh, sie bekommt ihr Baby. Den kleinen Jungen. Oh, und der Kuchen ist gerade fertig. Es ist ein Junge, welche Überraschung. Kira hat eben einen Jungen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du ihn nennen? Ich habe meine Freundin gefragt. Ich habe Hubert gefragt. Hallo, mein Schatz. Weil es ja ein Sim von ihr ist. Hallo, Baby. Oh mein Gott, da liegt hier gerade so süß und unfassbar. Und sie meinte, Kira würde ihren Sohn William nennen. So ein richtig schön erhabener Name und ich finde, der passt. Richtig, richtig schön. Hallo, kleiner William. Guck mal hier, du bist gerade Onkel geworden. Hier willst du das deinem Bruder mal stolz vorzeigen. Rogawa, ich habe gerade ein Kind gekriegt, nur mal so. Hier, stolz vorzeigen. Liam. Ja, du bist reif. Du bist definitiv bereit, Mutter zu sein. Oh, Liam, jetzt guck auch hin. Oh. Oh, willst du dich da auch um dein Baby kümmern? Ja, fütter den kleinen Schatz mal. Hallo, Habi, du nicht. Habi. Habi, das ist nicht dein Baby. Ja, das ist ja das Selbstsinn von meiner Freundin und die ist Erzieherin. Und deswegen kalte sich alles, was noch nicht richtig leben kann. Selbstständig. Oh, Tanny möchte spielen gehen. Das ist schön. Ihr wollt hier, guck mal. Geburtstagskerzen hinzufügen. Hallo, kümmere dich bitte um dein... Oh, Leute. Leute, jetzt kümmert euch doch bitte einfach um das Baby. Wenigstens verstehen sich die Geschwister wieder. Liam ist nicht gut drauf. Warum auch immer. Keto ist immer noch kokett. Ich reif euch alle nicht. Hey, jetzt hör auf, da zu plaudern und... Wer kümmert sich denn die ganze Zeit um das Kind? Hallo, ich würde das... George! Ich würde gerne das Kind beruhigen.
Darf ich mal bitte da dran? Danke. Oh mein Gott. Oh. Keanu und Keto, ich muss die Pose immer unbedingt rauswerfen. Aber es ist süß. Oh, Keanu ist krank. Oh mein Gott, ist das ein Trubel? Ist das ein Trubel? Cindy! Cindy, Kerzen auspusten! Du wirst jetzt eine Erwachsene! Oh mein Gott, du bist schon Erwachsene, das ist unglaublich. Und Happy Birthday, Cindy! Happy Birthday! Cindy Ella ist älter geworden. Herzlichen Glückwunsch! Dann mach ihr da direkt mal hier Geburtstagskerzen hinzufügen. Ja, Kira, du brauchst gar nicht so viel singen. Weil du musst hier noch Kerzen auspusten. Du bist nämlich auch älter. Und Kira ist älter geworden. Und Geburtstagskerzen hinzufügen. Und mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Okay. Sim altern lassen. Diego, der wird natürlich auch älter. Junger Erwachsener. Oh, Jared, hi. Was seid ihr alle so geschockt wegen dem Kind? Oh, was machst du denn? Oh, arme Puppen. Dann redet mal über die Party. Kalia, willst du das Ding hier mal reparieren? Die Kinder sind traurig. Mega Party hier. George ist auch kokett. Die sind alle kokett. Hallo, Diego. Hallo, Kalia. Diego, alles klar bei dir? Er ist, glaube ich, noch nicht so ganz bereit, um Vater zu sein. Ja. Diego bereitet zu Hause schon alles vor, dass Kira und der kleine William bei ihm einziehen können. Und Kalia hat sich jetzt natürlich überlegt, sie nimmt das Haus, was Maurice ihr gezeigt hat. Erstmal hier weg. Oh, die kleine June geht schon weg, okay. Und richtet das Haus her, so wie sie jetzt gleich das Puppenhaus herrichtet. Ach, komm her, kleiner Schatz. Oh, kleine süße Maus. Wer ruft an? Laura, möchte vorbeikommen und abhängen? Ja, natürlich. Wenn du Bock drauf hast, dann komm halt vorbei. Ach, ihr beiden. Ihr seid so süß. Hier willst du jetzt mal deinen Freund anrufen? Hier. Wo ist dein Freund? Hallo, Maxim? Maxim? Einladen. So. Fertig ist. Aus die Maus. Hallo, Onkel. Hallo, Onkel. Kann ich nichts mit dir machen? Wo ist doch mein Onkel? Mach was mit mir. Oh. Och, Maus. So ein schönes Beisammensitzen. Maxim Lamath wird gleich da sein. Hi, Honey. Hände küssen. Wie schön. Jetzt macht er wieder die seltsame Pose, oder? Nein, macht ihr nicht. Oh, ein Klopf-Klopf-Witz. Nach Kindern fragen. Das kannst du doch gerne mal machen. Wange streicheln. Ja, ich weiß, das Kind schreit. Ich kümmere mich gleich drum. Du kannst ja hier... Ich muss erstmal die ganzen neuen... ich habe keine Kinder. Das ist schon mal gut, dass Maxim keine Kinder hat. Frage nach Maxims Techtelmechtel-Erfahrungen. Und... Was möchte ich noch machen? Frage nach Maxims Kinderwunsch. Ach, Mensch. Kannst du dich mal bitte um dein Kind kümmern? Schmutzige Windel wechseln. Dankeschön. Ich hatte schon einmal Techtelmechtel. Ja, das weiß ich. So mit mir zum Beispiel. Oh. Ich hätte nichts gegen Kinder. Er hätte nichts gegen Kinder. Ja gut, dann bist du jetzt Stiefvater. Das ist doch schön, Rose anbieten. Ja. Eigentlich kannst du da mal ein Techtelmechtel in der Dusche machen, oder? Was ist hier los?
Ja, Keto, geh doch pieseln. Geh doch pieseln. Oh. Armes Baby. Reden. Schaukeln. Liebkosen. Ach, was für eine Party. Ach, Keanu, ich vermisse dich schon. Bei dir geht's auch bald weiter. Oh. Wir hätten ja auch Kalani und so eingeladen, aber das ist ja nicht unser Geburtstag, sondern der von Cindy und Kira. Ach, ihr seid wieder in eurer Dusche, ne? Oh, das Ding ist ja kaputt. Das ersetzen wir einfach mal, ne? Wir sind heute mal so frei. Und du wirst sogar ein bisschen sauber dadurch, weil es ein Technomächt in der Dusche ist. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Hauptsache, du bist am Zocken. Oh, ich liebe meine Family. Oh, und Keanu zieht wieder eine Schnute, natürlich. Oh, Keto, warum bist du denn so traurig? Was ist mit euch los? Oh Mensch, oh ja, tschüss, Keto. Na, oh, das ist doch schön. Tiefgründige Unterhaltung. Oh, die kleine Tenny ist schon müde. Die bringt sich schon selber ins Bett. Ja, ist deine letzte Nacht hier, kleine Maus? Danach ziehen wir um. Hä? Och, und ihr wollt nochmal ein Techtelmechtel machen. Das ist okay. Ne? Beide kokett. Ne, sie ist gar nicht kokett. Was ist hier los? So gruselig, wegen gruseliger Nachricht. Was ist mit den Leuten heutzutage los? Hey, warum? Habe ich was verpasst? Ja, dann geht ihr beide mal wieder Techtelmechteln hier, ne? Hey, wo? Sagt nicht, ihr geht wieder in Kiras Zimmer. Leute, das gefällt Kira gar nicht. Ich sag's euch. Das wird bestätigt, dass Tenebrae ein gesundes Mädchen ist. Ja, das wissen wir. Ach, Kira guckt gerade. Willst du nicht nochmal eine Gesichtsmaske nehmen? Das ist irgendwie... hier schlafen? Wenn es kein Bett gibt, dann macht ihr eins. Hä? Nein, danke. Hautpflege. Hier wäre der Akne frei. Danke. Viel besser. Wenn das in Real Life auch so einfach ginge, ne? So, Cindy, möchtest du bitte auch mal schlafen? Und Kira, ja, du kannst ja gerade nicht schlafen, weil... was guckst du denn die ganze Zeit das Ding da an? Willst du nochmal zu deinem Baby gehen? Oh, wie William lächelt! Bist du ein süßer Schatz. Liebkosen und Schaukel und... Oh Gott, ist das süß. Bei dir ist alles gut soweit? Dann würde ich sagen, gehen wir zu Welten verwalten. Ah, es geht los! So, wir haben hier die Studenten-WG. Und wir gründen hier einen neuen Haushalt. Und zwar mit Kalia, Luna und natürlich Tenny. Und, ja, du darfst mal 2000 mitnehmen. So. Das ist so dein Startkapital. Und du ziehst jetzt nach Forgotten Hollow. Ja, wir machen hier mal eben Free Real Estate on. So. Ekelerregend, gruselige Krabbeltiere und heimgesucht. Die Rotten Mansion, die könnt ihr übrigens auch umbauen. Da habe ich im letzten Video dazu, das verlinke ich euch oben auch nochmal in der Info. Card. Ein Community-Projekt. Da könnt ihr mitmachen. Und ich habe gerade schon wieder voll verplant. Ja, Hubert ist gerade nach Hause gekommen und das macht mich gerade ein bisschen nervös, dass ich hier fertig werde mit der Aufnahme. So, und Kira und William ziehen natürlich zu Diego. Und so hier nach San Myshuno. Nach Barontini. Hey! Er hat genug Kohle, also da brauchen die sich absolut gar keine Gedanken zu machen. Und das ist dann natürlich nicht mehr unser Haushalt. Und Cindy muss auch umziehen. Sie muss in was Kleineres ziehen. Und sie zieht in irgendwas Kleines, was noch leer ist. Oh, da passt du nicht rein. Da passt du auch nicht rein. Wobei das super witzig wäre, wenn du damit einziehst. Guck mal.
Clara Weber, hier kannst du doch super eine WG mit ihr gründen. Hier einziehen. Möbel verkaufen. So. Fertig. Sehr schön. Hier ist dann nichts mehr. Und wir haben all unsere Sachen vergessen. Wir haben die Fotos vergessen. Okay, das mache ich gleich offscreen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!